Ich bin Malise Koch. Ich bin hier als Sanitäter und Dolmetscherin in der ZAE in Zirndorf. Das ist die zentrale Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Meine Aufgaben hier sind es, Patienten an die richtigen Fachärzte zu überweisen und zu vermitteln, was ihre Probleme sind. Also zum Beispiel, ob sie medizinische Probleme haben oder ob sie einfach nicht verstanden haben, was zum Beispiel bei verschiedenen Behörden ihre Probleme waren. Und Kleinigkeiten des Alltags, da kann ich verstehen, was sie brauchen und kann ihnen dann weiterhelfen. Schauen Sie sich auch ein kleines Mädchen. Wenn ich im Arztzimmer bin, übersetze ich beim Arzt, vermittle zwischen Arzt und Patienten und helfe dann den Patienten konkret, wenn es um die Behandlung geht. Keine akute Infekte oder so. Ich höre jetzt kurz seine Lunge ab. Ein bisschen die Jacke, also die Pullover hochziehen und tief einatmen. Mit offenem Mund bitte und wieder ausatmen, bitte. Tief einatmen, ausatmen. Auf der Lunge ist auch nichts. Ich sehe eine große Narbe über seinen Nabel quer. Was ist das? Mein Arabischstudium hilft mir insofern, als dass ich davon profitiere, dass ich dieses ganze Hintergrundwissen habe aus den arabischen Ländern bzw. aus dem Nahen Osten insgesamt und so einschätzen kann, wie sich der Iraker verhält, was der Iraker braucht. Das sind teilweise andere Dinge als jemand, der aus Nordafrika kommt. Man hat da einfach ein viel besseres Verständnis dafür, was es bedeutet, wenn jemand mit einer bestimmten Haltung auf einen zukommt und kann auch viel entspannter und offener miteinander arbeiten. Die Arbeit hier in der Flüchtlingsunterkunft oder in den Flüchtlingsunterkünften, die mache ich bereits seit 4 Jahren. Zukünftig möchte ich aber in einem Industriebetrieb arbeiten, in dem Bereich International Business Development. Das heißt, ich möchte untersuchen, auf welche Art und Weise man die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen deutschen Unternehmen und arabischen Unternehmen oder arabischen Ländern weiter aufbauen und ausbauen kann. Ich profitiere in der Wirtschaft, in meinem wirtschaftlichen Zweig davon, in der Industrie und ich profitiere auch in der Flüchtlingshilfe absolut davon. Ich bekomme viel mehr mitgeteilt, als wenn ich kein Arabisch sprechen würde. Deswegen hat sich die harte Arbeit auch wirklich gelohnt.